So, jetzt holen wir uns die mythische AR. Let's go! Oh nein. Oh, oh, oh. Leute, was geht? Das neue Update ist zu heftig und es ist meiner Meinung nach der heftigste Skin rausgekommen. Die ganzen Triad-Skins sind ja immer richtig dünn und wenn sie dünn sind, ist immer irgendeine nervige Sache an denen, weswegen man die nicht spielen kann. Und um besseres Movement zu haben und allgemein smoother sich bewegen zu können in dem Spiel, spielt man lieber die weiblichen Skins. Jetzt hat aber Epic, wie ihr gerade sehen konnte, den neuen Miles Morales Skin reingehauen. Hier Leute, es ist für mich der dünnste und heftigste Skin, den es in diesem Spiel gibt und genau deswegen ist das mein neuer Main Skin. Und falls ihr nicht nur mit mir zocken wollt, sondern auch den Skin von mir geschenkt bekommen wollt, tragt mein Creator Code AUA. AUA im Item Shop ein, denn ich sehe jeden Epic Games Namen, der ihn einträgt und adde euch zu 100%. Manchmal schaffe ich es nicht alle zu enden, deswegen kommentiert euren Epic Games Namen und dann macht ihr automatisch beim PS5 Gewinnspiel mit. Ihr müsst auch nur Abonnent sein und dieses Video hier liken. Ich wünsche jedem viel Glück und es sind sogar die Mythic Webshooters bzw. Spider-Man Hände wieder drin und die werden wir heute auch ausprobieren. Die spawnen nicht wie in Chapter 3 an irgendwelchen bestimmten Orten, sondern irgendwo am Boden oder in irgendwelchen Kisten und ich habe extrem Bock, dieses Game zu zocken. Ich finde es zurzeit richtig geil mit dem Ranked Update, dann jetzt dieses geile Miles Morales Update, auf das wir schon so lange warten und ja, jetzt viel Spaß mit der Runde. Der einzige Spot, wo man sich Spider-Man mythisches Item kaufen kann, ist von seiner Frau hier in Slappy. Die ist meistens hier irgendwo auf dem Dach und wir müssen jetzt erstmal die anderen Gegner holen und sie quasi beschützen vor denen, weil sie ist ja unsere Frau, wisst ihr, wie ich meine. Okay, wir haben schon mal eine Pump und Fische. Digga, will mir das Spiel sagen, dass ich ein Fisch bin oder was? Nein, Spaß. Komm. Junge, ich habe nicht mal Metz gehabt. Alter, okay. Jetzt finde ich die Fische sogar gut. Junge. Das war gerade krass, was hier passiert ist. Kommt auf einmal nach unten und hittet mich richtig hart. Junge. Zum Glück haben wir das überlebt. Okay, hier ist noch jemand. Aber wo ist unsere Frau? Sag nicht, die haben unsere Frau schon geholt. Ich habe extrem Angst davor. Ist hier unten irgendwo der Feind. Alter, wir haben schon die perfekten Waffen. Ist sehr stark. Hello. Weiß ganz genau, wo du bist. Ist weggelaufen. Nicht weglaufen. Schau mal, er läuft einfach weg. Das ist nicht nett. Schau mal, die Sache ist, ich habe jetzt Full Life. Und jetzt ist der Punkt gekommen, ich nehme noch hier die Mats mit, wo ich dich jetzt gnadenlos einfach pushen werde. Er läuft nur weg. Ey. Das nervt. Warum läufst du nur weg? Schau mal, das geht so richtig. Siehst du? Bro. Ehrlich. Er macht den Running Man. Kommt auch noch ein zweiter Kollege. Kollege Schnürschuh. Ey, ich habe für sowas eigentlich keine Zeit, Jungs. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe für so etwas... Boah, wie oft willst du denselben Fehler noch machen? Ey, wirklich, nee, es reicht.
Danke, Bro. Wie oft? Er baut nicht einmal eine Cone bei sich drin. Ich denke mir so, hä, Bruder, du musst es doch irgendwann mal checken. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, wo ist der andere, der nur weggerannt ist? Okay, geht schon fit. War jetzt nicht das beste Aim. Der Fallschaden war auch schon echt unnötig. Bro, in diesem Modus, man hat leider nicht so viele Mets. Alter, Bruder, wie schnell, Digga. Er macht Slalom-Dribbling. So ein Ding. Aber es ist kein Problem. Ich komme hinterher. Meine Güte. So. Hey. Junge. War das nervig. Er ist die ganze Zeit weggerannt. Okay. Hallo? Hallo, Baba. Hi. Hi, was machst du? Ich nehme gerade auf. Oh, okay. Ja, ich wollte dir bloß sagen, dass ich, sag schon, dass ich jetzt fertig bin. Okay. Und, ja, was wollte ich sagen? Geht's dir gut? Digga. Komm auf den Punkt. Achso, ja, ich war gerade so fasziniert von den Brunnen. Ich bin gerade vor dem Brunnen. Endlich Spider-Man. Juppie. Wo campt jetzt hier einer? Sag nicht, er campt die Karte ab. Das wäre ja richtig komisch. Er denkt doch nicht allen Ernstes, dass ich auf diesen billigen alten Trick reinfalle. Wenn man irgendwo bei der Karte chillt. Er meint es aber, glaube ich, wirklich ernst. Dass er irgendwo hier in der Ecke schimmelt. Werd dich finden, Minion. Wir spielen Verstecken. Komm. Wo bist du? Komm raus. Yeah, Rudy, Rudy, Rudy. Rudy. Wo bist du? Ich hab die Schritte gehört. Dann nehme ich halt die Karte. Kommst du jetzt raus? Rudy. Bist du hier irgendwo? Hä, hier ist sogar ein Rift. Egal, dann hole ich mir die mythische Pump, wenn du sie eben nicht willst. Dim, 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 dim. Entweder hier in der Ecke. Nee. Oder hier. Hä? Was ist denn mit Rudy los? Ey, er chillt hier. Er chillt einfach dort. Ich fass es nicht. Ja, und jetzt haut er ab. Ey, Bruder. Ist er im Fallschaden dead? Nein. Muss ich ihn extra verfolgen. Komm her. Ich weiß, dass du hier drin bist. Aha. Jetzt habe ich dich gesehen. Zack. Das wird leider nichts, Minion. Du hast keine Biggies. So, jetzt holen wir uns die mythische AR. Let's go. Digga, ich habe kurz einen Prozess mit denen gemacht. Die tun mir schon ein bisschen leid. Also, nur ein bisschen. Okay, wir haben jetzt bessere Mythic Spider-Mats. Und wir haben 4 Tränke. Das schmeckt. Digga, wir haben den besten Loot, den es gibt. Okay, lass uns direkt weiter riften. Boah, das wäre clean, wenn ich direkt in den Rift reinkomme. Okay, nee, war klar. Okay, es leben noch 6 Leute. Wenn ich alle, ja, sagen wir jetzt mal, ich bekomme 5 davon. Ah, so ein solider 13 Kill, nee, 12 Kills win. Kann man machen. Frage ist nur, ah, da ist einer mit Auto. Atu. Was wird denn das jetzt hier? Nee, da musst du auch aufpassen. Auch mal nicht verfahren. Okay. Kann man hier was machen? Was ist das? Hä? Oh, Junge. Ich hab noch nie sowas komisches gesehen. Komisch gesehen. Lol. Lol, er holt mich fast noch. Digga, wie schlecht. Digga, ich hätte so gelacht, wenn er mich geholt hätte, ne? Top 5 schon wieder. Die sterben alle so schnell weg. Auch irgendwas Gutes, ja, das ist geil.
Okay, jetzt können wir nicht mal mehr an Fallschaden dein. Das ist sehr, sehr gut. Ja gut, wie machen wir das jetzt? Da vorne sind Schüsse. Dann Updyne, es ist so geil, wie er sich in der Luft dreht und immer so coole Posen macht. Das feiere ich extrem an diesem Gegenstand. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr 3D-Manöver oder das hier besser findet. Kurz trinken. Let's go. Oh mein Gott. Okay, zwei Leute nur noch. Alter, das war gerade ein bisschen knapp. Aber nur ein bisschen. Nicht viel. Okay, wo sind die nächsten beiden? Beziehungsweise letzten beiden. Da drüben, oder? Wenn ich das richtig sehe. Der Bre will absolut den Win holen. Digga, der war One-Shot, WTF. Okay, wo ist der letzte? Der letzte Bruder. Okay, warte, wir machen eine Skybase. Junge, ich habe extrem Bock, eine Skybase zu bauen. Wir müssen aber aufpassen, wenn wir runtergeschossen werden, dass wir irgendwo hinspawnen. Wobei, wir haben ja eh, wie heißt das, Luftikus. Deswegen ist alles so gut, solange du wild bist. So, wo ist der letzte? Sehen wir uns ihn schon irgendwo, dass wir wenigstens so... Ist dort ein Jump-Pad? Gibt es Jump-Pads im Public oder was ist das? Warte, der Sache will ich auf den Grund gehen. Da gehen wir direkt rüber. Ich muss wissen, was das ist. Das ist doch zu 100% ein Jump-Pad. Oder sehe ich falsch? Entweder... Na, es ist ein Jump-Pad. Leute, schreibt mal... LOL, der ist da unten. Schaut mal hier. Digga, wir werden so auf ihn jumpen. Ihr wisst gar nicht, das wird so witzig gleich. Ich werde von ganz oben auf ihm landen und versuchen, ihm einen One-Pump zu geben. Okay, ich habe sogar in Richtung Zone gebaut. Ist hier schon maximale Höhe oder hat er uns runtergeschossen? Nee, hier ist nur maximale Höhe. Okay, ja, hier kann ich nicht mehr bauen, schade. Okay, gut. Er chillt hier unten. Finde ich aber auch gut, dass er einfach chillt und nicht irgendwie unnötig nervt. So, dann bauen wir uns jetzt erstmal rein und ich mache ihn gleich One-Shot und dann springe ich runter. Okay, wo bist du? Bleib mal so auf gechillt stehen, dass ich dir so einen krassen Laser geben kann. Auf ganz süß. Checkt er nicht, dass wir hier oben sind? Roski? Ey, er checkt's halt, glaube ich, auch einfach nicht. Er schaut sich um. Okay, er ist cracked. Weiß nicht, ob ich ihm noch einen Hit geben. Jetzt hat er's gecheckt. Warte, einen letzten Hit. Oi, 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 oi. Aber ich will ihn nicht killen. Das ist das Ding. Heal dich, Bro. Okay, jetzt. Oh mein Gott. Leute, ich werde jetzt mit meinem neuen Main-Skin hier runterspringen und versuchen, ihm einen One-Pump zu geben. Let's go! Oh nein. Oh, 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 oh. Bruh. Okay, wir machen das nochmal. Ich kann mich nochmal hochbauen. Warte, davor erstmal einen Fisch, weil ich selber auch ein Fisch bin. Und dann probieren wir die ganze Geschichte nochmal. Ist gar kein Problem. Wir haben noch einigermaßen Metz. Und der Gegner ist eh absoluter NPC und checkt nichts anscheinend. Und wir bauen eh Richtung Zone. Von dem her passt das alles. Let's go, schneller. Schneller, schneller, schneller. So, lauf schön in die Zone, Bro. Schön in die Zone laufen. Nicht unnötig hier irgendwelche Sachen machen. Komm gleich wieder runter. Gar kein Problem. Ich mach gleich wieder einen Backflip. Warte, macht er komische Sachen? Er läuft schön brav in die Zone. Sehr gut. So. Okay. Digga, das wird jetzt richtig lustig. Das wird der Cowabunga 360 No Scope mit der Pump. Okay. Läuft er schön brav in die Zone? Ich hoffe es doch. Ey, der Bro ist dort unten stuck. Was machst du? Mann! Der ist zu blöd, in die Zone zu laufen. Was ist das denn?
Ey! Auf jeden Fall. Was ist das denn? Was ist das denn, Mann? Leute, wie ihr es wahrscheinlich erkennen könnt, ich bin nach langer Zeit mal wieder auf PC, weil der Console Champions Cup auf PS5 ist vorbei. Und ich habe nach über einem Monat mal wieder auf PC gespielt. Und neben meinem Kopf kommt die jetzt zu dem Video, so wie zu dem Video, wo meine Freundin das allererste Mal Ranked gespielt hat. Also wenn ihr das verpasst habt, gibt es euch unbedingt. Das sind zwei legendäre Videos, vor allem zu witzig. Und tragt meinen Creator Code Aue ein. Abo und Like nicht vergessen. Danke für den ganzen Support. Ihr seid die Besten. Ich liebe euch und tschüss.